turn into a million shards, forcing its steam-driven inhabitants into space. Hard-working folks known as cowbutts survive by farming moisture and mining what little land is left, constantly dealing with all sorts of space jerks. There are the gangs of scrap metal meanies roaming about, preying on the weak and completely disregarding basic manners. Then there are the diesel-driven royalists, a bunch of oppressive bullies, abusing their power and bleeding the cowbots dry. To top it all off, there are rumors of something far more dangerous stirring in the depth of space, waking from its age-long slumber. These are the descendants of a shattered planet, and this, my distinguished gentlebots, is the new SteamWorld. Wie der Sprecher schon gesagt hat, spielen wir SteamWorld, heißt. Willkommen bei mir, Roland, mich manche Leute, aber auch manchmal Mason. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich habe auch lang schon kein Video mehr gemacht. Roland 1 ist wieder back, erstmal. Ich werde PS4 Spiele erstmal spielen können, bevor ich einfach ganz verschwinde. Richtige Videos wie Sketch-Videos oder richtig Comedy so kommen wieder, wenn ich ein Handy besitze. Und das ist gegebenenfalls nächsten Monat, den März, versuche ich ein Handy aufzutreiben und dann wieder Videos zu machen. Da kommt aber wieder ein Statement und dann kommt wieder richtige Videos. Ich habe voll Bock, richtige Videos zu drehen, weil ich habe auch schon richtig coole Videoideen. Aber weil ich schon lange nichts mehr draufgeladen habe, habe ich gedacht, dass ich einen bisschen mit in meiner Welt reinkomme, weil ich bin ein Trophyjäger auf der PS4 und hier gibt's eine Trophäe, da muss man den Modus Elite schaffen. Ja, Elite ist der schwierigste Modus auf diesem Spiel und ich werde jetzt ein bisschen erklären, wie die Let's Plays aufgebaut sind. Ich werde jede Runde nur ein Level spielen und dann ist der Park vorbei, also quasi sagen wir zwei Runden, also zwei Leveln, sage ich mal. Und wenn eine Level ganz groß ist und ich immer verkacke, dann wird's eine Level nur draus. Gut. Das war mein Statement darüber, wie ich mein Let's Play aufbaue. Ich habe das schon ein bisschen gespielt. Ich weiß auch schon, wie das funktioniert. Ich habe bis zur zweiten Welt gespielt. Das war vor Monate her. Hier, das ist vor kurzem her. Da habe ich 3 Stunden gespielt und da habe ich nicht mal die erste Welt geschafft. Und das ist krass. Erfahren spiele ich. Und erfahren ist die 3. Stufe und ich komme nicht mehr weiter. Es ist zu schwer für mich. Deswegen mal gucken, wie ich das weiter schaffe. Weil Gelegenheitsspieler ist viel Schlagstrafe, 0%. Also das heißt, ich kriege Wasser und Wasser ist die Ingame-Währung. Und da kriege ich keine Fehlstrafe, wenn ich irgendwie abbreche oder sterbe. Normal. Ist Anzahl Gegnern 2 Sterne Schaden durch Gegnern 2 gegen Gesundheit die Gegnern 2 und Fehlstrafe 25%. Erfahren habe ich in meinem normalen Playthrough, wo ich alleine für mich spiele. Veteran. Und Schaden durch Gegner. Komplett Sterne. Krank. Oh, ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich versuche, diese Einstellung kann vor jeder Mission geändert werden. Werden wir aber nicht. Und ich... Warte. Kipper Faraday, notorious smuggler and occasional pirate, is having a rough time. A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across her turf in the outskirts. Stealing everything in sight, they have even been known to kidnap the locals. Their presence could draw unwanted attention from the Royal Space Force. In short, they are bad for business. Low on water, Piper and her mates have boarded a scrapper ship, aiming to relieve them of their ill-gotten cargo. And of course, it all went according to plan. Ich werde, wenn ein Fail-Part gibt, kann schon in dieser Folge sein, kann auch in der zweiten Folge sein, dann werde ich das erstmal rauscutten und versuchen, immer versuchen, und wenn ich es nicht schaffe, werde ich offscreen
ein bisschen leveln, ein bisschen hochleveln, weil man kann, es gibt hier ein Level-System, ein bisschen stärker machen. Und dann mache ich den nächsten Part und dann versuchen wir es nochmal dran. Ich hoffe, das wird nicht passieren, aber es wird passieren. Oder ihr wollt sehen, wie ich leveln, aber ich glaube, das wird langweilig, weil ich immer in anderen Leveln reingehe, mich aufstocke und ich glaube, das ist so der langweiligste Part in dem Game. Deswegen werden wir mal gucken, wie wir die erste Welt schaffen. Ich hoffe, die erste Level davon wird nicht so ganz so schwer, aber wahrscheinlich schon. Mist, das lief aber gar nicht nach Plan. Was für ein absolut grausiger Ort. Ey Jungs, geht's euch gut? Gut, ich sollte da hoch und helfen. Bewegen kann ich mit Steuerkreuz oder mit dem Stick. Aber hier so Punktesystem. Es gibt auch noch so quasi, man kann auch laufen, aber nur wenn man nicht kämpft. Zeigen wir mal. So, bewegen. Zug beenden mit Viereck gedrückt halten. Jetzt kann ich die Tür öffnen, aber das kann ich auch eigentlich vorher machen. Ein ganzer Kobold. Hier unten Zug. Ein Glück. Ich nehme mir was an dem Wasser in Ordnung, Ingame-Währung. Wenn ich mit dir fertig bin, schlachte ich dich richtig schön aus. Das Spiel ist ab 16, wollte ich nur natürlich sagen. Ha, versuchen. Ruhig, Freundchen. Und ich versuche auch jeden Abend meinen Part herunterzuladen, aber wahrscheinlich wird es nicht klappen. Vor allen Dingen, wenn die immer heftiger werden. Putz. Oh, Leute. Jetzt schon 6 Leben. Bei Erfahrung sind das eher so die stärkeren Gegner und das ist einfach hier schon so ein normaler. Oh, ich habe 4. Ich habe Hit geschafft. Also brauche ich quasi schon 2 Hits, wenn ich gut treffe. Fuck, Alter. Ich habe jetzt schon Angst. Geschützte, ziemlich gute Sicherheitssystem für Sie, ein Schrott und Mühle. Wenn ihr das Ross fast da gut Deckung bietet. Ja, machen wir lieber. Also als erfahrener Spieler hätte ich schon draufschießen können. Rein theoretisch, aber ist so eine Nebensequenz. Nach so einem Sprint werde ich nicht feuern können. Ich warte hier einfach auf einen Zug. Ich hoffe, die können auch nicht so gut zielen wie jetzt gerade. Gut, ich bin am Zug. Ich sollte meine Waffe aufladen, damit ich das Geschütz mit einem Schuss erlegen kann. Ich will nicht noch einen Zug hinter diese dünnen Deckung rocken. Also ich, wenn ich zweimal R2 drücke, dann habe ich einen etwas stärkeren Schuss. Das ist ihre Ulti, kann man so sagen. Aber das kann ich erst im dritten Zug wieder anbrauchen, sage ich mal. Wahrscheinlich stehe ich auch vor der Tür. Passiert nichts. Da kann auch kein Gegner kommen und so. Dann werde ich bestimmt oft vor der Tür stehen und erstmal Züge warten, dass ich wieder schießen kann. Aber es gibt auch immer so ein Alarmsystem und dann wird das immer schwieriger. Da haben es sich ja echt Zeit gelassen, Captain. Und ich mache mir noch die Mühe und sprinte zu eurer Rettung. Wo ist der Rest der Crew? Verschrotten und weggeschafft. Ich bin als letzter übrig. Verflixt. Wir müssen hier auch raus, bevor wir selbst auf irgendeinen Schrotthaufen landen. Ei, ei, Captain. Let's go. Ich hoffe, das wäre mies, wenn ich nicht treffe. Das ist echt scheiße. Ach ja, er hat ja die Schrotflinte. Warte, ich habe eine Idee. Ich gehe hier hin. Schieß ihn hier ab. Dann geht er hier hin. Und fetzt die Rübe jetzt weg, Boots. So, ich habe jetzt meine Mission geschafft. Da ist unseren Weg nach draußen. Klauen wir einen der Rettungskapseln. Sofort. Die nächsten Gegnern. Dann gehe ich dahinter. Hier gehe ich hinter. Dann kann ich den ersten Schuss mal wieder machen. Gar keinen Schaden gemacht. Ich könnte die Mütze aufheben. Dann kann kann einer von uns den tragen. Ja, nicht getötet gekriegt. Das fängt ja jetzt schon gut an. Oh, die schießen das kaputt. Der geht dahin, weil das eine Schrotflinte ist. Okay, ich bin zu weit hingegangen, dass ich schlage, aber ich habe genau 3 Schaden gemacht. Perfekt. Ich weiß nicht, wie viel das macht. Das macht halt wahrscheinlich, das macht definitiv weniger Schaden, wenn ich geschossen hätte. So, er hat jetzt die Mütze aufgehoben. Eben, das kann ich irgendeinen Charakter aufsetzen.
So, jetzt haben wir die erste Mission geschafft und die war schon viel schwieriger, als wo ich Erfahrungen gemacht habe. Definitiv. Fuck, man. Oben rechts wird auch nochmal angezeigt. Schon länger. Aber ja. Was ich drücken kann. Mit L2 kann ich den Charakter wechseln. Und das kann ich auch, wenn ich nur gelaufen bin, kann ich nochmal L2 drücken. Dann kann ich mit dem anderen spielen, wo der andere noch schießen hätte können. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich könnte jetzt hier laufen, dann L2 drücken, dann könnte ich mit dem anderen laufen und dann nochmal L2 drücken, dann hätte ich mit den anderen noch schießen können, so in der Art. So. Gemachte Beute 100%, das zeigt uns an, wo, wenn wir alles eingesammelt haben in dieser Ebene. Weil es kann auch sein, dass ich irgendwo was übersehen habe und dann steht da nur 98% oder so. So, wir haben 153 Wasser bekommen und das ist die in der Game-Währung und das und den Hut, den wir aufsetzen können. Das sind Sachen, wo wir uns leveln können. Fast Level 1. Und weil das nicht so schnell lang ging, werden wir die zweite machen. Und wenn wir verkacken, hören wir auf. Und wenn wir gewinnen, genauso halt. Willkommen zurück, Captain. Verdammt, Wonky, wir werden nichts schaffen, wenn wir die Schrotter sich hier als unter den Nagel reißen. Diese nichtsnutzige Dampfmaden verarbeiten sogar die Teile unschuldiger Cowboys. Wir müssen irgendwas unternehmen. Sie haben den Großteil unserer Crew weggeschafft. Ich bin noch da. Mit der Wasserknappheit ist es wirklich nicht leicht. Wir segeln jetzt also mit Notbesatzung. Was denn? Bin ich etwa unsichtbar? Wir haben nicht mal besonders viel Wasser erbeutet. Wir brauchen mehr Gallonen, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich werde mir was einfallen lassen müssen. Okay, Ma'am, setzen Sie den Kurs drüben am Kartentisch und ich bringe uns in Bewegung. Hier kann ich nur mal laufen, aber nur in diesen Ebene. Schade. Donnerwetter, das lief furchtbar. Diese fleckigen Bolzenköpfe haben mich ganz schön erwischt. Da vergeht mir echt die Lust auf größere Schiffe, ganz ehrlich. Ich will ungern auf irgendein Schrotthaufen enden. Richtig so, Matrose. Wir sollten uns schleunigst vorbereiten, Captain. Der alte Nörgler, sehr bras, ist tüchtig, aber wir können es nicht mit den ganzen Schrotten aufnehmen. Nörgel. Wir brauchen nur noch ein paar Gallonen mehr. Wir müssen noch ein paar Gallonen auftreiben. Und das war quasi eigentlich nicht mal die erste Level. Das war nur ein Tutorial. Jetzt begeht das der real shit. So, wir haben keine Waffen und keine Ausrüstung. Wir haben Hüte. Ach, die Hüte werden sogar gespeichert. Ach, das sind DLC-Hüte. Hm. Ja, den Swag-Hut kriegt er, weil wir voll den Swag und so haben. Komm. Jetzt hole ich meinen Brain raus, da hätte ich die Nutzer holen sollen, wo der Brain ist, aber ich hab den Swag. Brauche ich keinen Brain. Let's go. Weil hier das ist auch richtig taktisch gespielt. Hallo, bin ich zu hören? Wonky, hier, ich habe mich mit ein paar offenen Rohren auf dem Schiff verbunden. Hört man mich? Test das? Das sollte ein leichter Auftrag sein. Nicht wie der letzte, greif einfach so viel Gallonen wie möglich. Nicht wie der letzte, und das ist der Tutorial. Also eigentlich sollte das noch ein bisschen stärker sein. Und wenn wir epische Beute finden, bringt sie mit. So. Oben oder unten? Oder rechts? Fun Fact, wenn ich oben lang gehe, dann ist die ganze Ebene anders, als wenn ich jetzt rechts lang gehe. Dann ist es wieder anders. Das ist richtig weird. Ich weiß nicht. Dann ist es nicht genauso, wenn ich die Tür öffne, sieht das jetzt so aus. Wenn ich oben geöffnet hätte, wär das ganz anders wieder. Das passt sich irgendwie voll an. Ich habe Angst, da jetzt hinzugehen, weil er könnte mich von unten abschießen, aber weil die Bots richtig dumm sind, geht er bestimmt irgendeine Dings hin. Ah, scheiße, ey. Ich glaube, der bleibt noch stehen, weil er keine Deckung hat. Nee, die sind voll schlau. Der ist da unten gegangen, sonst gehen die immer hinter ihm wohin. Fuck, Alter. Das läuft ja überhaupt nicht gut, ey. Wenn ich von unten schieße, können die Bots nicht mehr laufen. Scheiße, Alter, das läuft überhaupt nicht gut. Hier.
Wir haben die erste Mission verkackt. Wenn einer stirbt, kann ich nicht 100% schaffen. Scheiße. Komm. Versuchen wir es nochmal. Scheiße. Einmal machen wir noch. Dann geht der Part ein bisschen länger, egal. Ich hab. Hier ist es jetzt schon anders. Wir müssen auch mit der Map ein bisschen Glück haben. Gehen wir mal nach oben lang. Aber das ist jetzt schon scheiße, Digga. Weil beide können uns schon abschießen. Und ich kann niemanden abschießen. Ach, scheiße. Ich versuche mal mein Glück und ich gehe dahinter. Weil die können hinter dem Fass schießen, wenn die so nah sind. Aber vielleicht gehen die einen Schritt zurück. Nee, natürlich nicht. Geht nach oben. Das war aber dumm. Dass er so hoch gegangen ist. Aber der ist den Schritt nach rechts gegangen. So. Ich bin gerade hinterfragt. Ich glaube, ich gehe hier runter. Mach zweimal R2, dass ich den stärkeren Schuss habe und schieße ihn von unten. Das hat viel gebockt. Kann ich von hier abschießen? Ja, das war gut, das war gut. Scheiße, die schießen jetzt mein Dings ab. Er schießt von oben und trifft. Flachs. Ich gehe jetzt hier hoch. Versuch mein Glück, den Kopf zu treffen. Scheiße, das ist. Ah, hab Schaden aber geschafft. Ah, nicht getroffen. Nein. Jetzt wird er gefickt. Ah, scheiße. So. Nein. So welche Momente ist echt ätzend. Ich muss jetzt was regeln. Ich muss jetzt in Kauf nehmen, dass der Boss quasi Schaden nimmt. Weil der eine darf nicht sterben. Und ich habe schon wieder verfehlt. Was ist denn los? Nicht so ein erfolgreicher Part. Aber wir haben die gekillt. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, das war's auch schon. Elite, Alter. Weil hier unten ist nichts. Dann geht der mit hoch. Oh Mann, es geht weiter. Ich habe Angst, Alter. Ich will nicht. Wir haben jetzt schon so wenig Leben. Drei Leute. Der Superschutz bringt irgendwie auch nichts, ne? Och. Der steht scheiße. Ja. Und der steht jetzt auch. Wir haben verkackt. Denn jetzt müssen die eigentlich nur nochmal schießen. Aber die sind so hohl. Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ein bisschen höher schießen? Ich könnte nach oben eigentlich schießen, weil. Scheiße. Jetzt müsste nur nach oben kommen und richtig gut zielen. Ja, das war's. Nice. Machen wir weiter. Gucken, wie weit ich komme. Wenn er einfach geschossen hätte, hätte er mich töten können. Fuck.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nur einen Schaden gemacht. Ich hätte zwei machen können, ja. Und das ist die erste Level. Scheiße, Alter. Elite, ne? Das ist so krank. Tut mir leid, dass ich dich immer in diese Kämpfe mitschleppe, Wonky. Wir hatten schon früher schlechte Zeiten, ja, aber ich bin jetzt langsam leid. Wirklich, ich will nicht mehr auf die Flucht sein. Wir sind schon seit Ewigkeit nicht mehr legal unterwegs, man. Ich weiß. Ich weiß. Alles in Ordnung, Matrose? Diese ganze Sache bringt meinen Dampf zu brudeln. Ich bin so wütend, ich könnte einmal einen Wald verwirren. Das ist furchtbar, Grabiel. So majestätisch, Kreaturen. Sie haben noch keine Wahl getroffen, Captain, stimmt's? Nein. Ich kann nichts sagen. Zwielichtige Viecher. Alle miteinander. Das einzige Gute an ihnen, sie sind rund, randvoll mit Wallöl. Das ist unser erster Part. Wir sind uns in den zweiten Part. Und in diesem zweiten Part werde ich auch versuchen, mit dem Geschehnis das zu schaffen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.